Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön hier die Demos durchtesten. Wir spielen jetzt Asylum Nightmares. Ich habe auf Steam geguckt nach Demos. Das einzige, was ich gesehen habe, Monster und eine AK-47. Und damit gehen wir da rein, würde ich mal sagen. Ach so, ich wurde beschwört oder so. Beschworen. Okay, wir haben eine Taschenlampe. Wir sind direkt hier. Eine Leiche? Cool. Frage ist... Knarren. Ich will knarren. Alles andere scheißegal. Ob ich irgendwelche Rätsel oder so, mir doch eine Latte. Eine Spritze. Ich glaube, Bro, du hast schon bessere Zeiten erlebt. Also man kann nicht hocken. Hier ist ein Schlüssel. Schalte den Alarm aus. Hab ich. Ich will trotzdem eine AK. So, deshalb finde und aktiviere. Aktivieren Sie den Schalter. Was für ein Schalter? Wand. Wand. Schalten Sie den Schalter an. An der Wand. Ist ja nicht so, als wäre überall... Hier Wand. Cool. Eine Bibel. Wir haben Strom. Medikamente. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Und warum kann ich auch das Buch zum Beispiel nicht mitnehmen? Oder einfach die Geister oder so schön an den Kopf werfen, das Ding. So komplett easy. So klack. Voll an den Kopf. Also wir haben auch Ausdauer. Oh, ein Fuß. Ich will Waffen. Ich habe das nur gedownloadet wegen den Waffen. Weißt, scheiß mal auf Monster oder so. Auf den Horror. Hier ist ein Fahrstuhl. Will Knarren haben. Weil das fand ich sehr witzig. So ein Horrorspiel mit Knarren. Okay, Resident Evil hat das auch, aber Resident Evil sehe ich nicht so als ultimatives Horrorspiel. Du hast ja hier schon mal mehr. Oder du könntest easy hier rüber und an diesem Feuer auch easy vorbeiklettern. Aber ey, mach mal auf hier. Ja, danke. Wir gehen mal nach unten. Wir sind übrigens in Stockwerk 10. Stockwerk 9. Machen wir auf hier. Eine Axt. Oh, geil. Ey, Jungs, Alter, jetzt geht's ab, Alter. Okay, das verbraucht Ausdauer. Wer hätte es gedacht? Der hat nix. Ne, hier geht's nur nach unten. Da ist das. Hier muss irgendwo ein Schlüssel, glaube ich, liegen. Finden Sie den Schalter an der Wand. Das ist aber immer unterschiedlich, ja. Komm her, Zombie. Also, es sind Zombies. Oder Headshots. Lass mich raten, es wird immer schwerer von Stockwerk zu Stockwerk. Okay, Moment, ich muss kurz Ausdauer. Aua. Also schön auf den Kopf ziehen, dann ist es meistens One-Shot-Hour. Benutze den Aufzug. Ach, ich muss zum Aufzug zurück. Also es kommen anscheinend immer mehr und du musst halt immer Licht anmachen oder so. Wo war denn der scheiß Aufzug? Also ich muss in jeder Etage Licht anmachen oder so. Haben wir hier eine neue Waffe? Auf jeden Fall sind hier deutlich mehr Türen. Ich habe eine Knarre. Mit 7 Schuss. Finden Sie bitte den Schlüssel. Finden Sie den Schlüssel. Es gibt aber keinen Schlüssel. Laufen Sie und... Frage ist... Nicht, wo die Zombies sind, das ist mir eigentlich scheißegal. Und wer da auch immer geschrien hat, ist mir eigentlich auch scheißegal. Wo ist dieser Lichtschalter? Ich glaube, sie ist tot. Dieses Umschalten dauert viel zu lange. Da, guckst du. Ja, perfekt. Hat funktioniert. Lassen Sie mich hier bitte hier durch. Ich muss gucken, was es gibt. Eine Flare. Wir können sie anzünden. Aktivieren Sie die... In der Wand. Das Einzige, was übel abfuckt, die Taschenlampe ist viel zu dunkel. Ja, wow, jetzt bin ich wieder hier. Ja, du siehst es teilweise gar nicht. Vielleicht soll das aber auch dieser Gruselfaktor sein. Ich finde das jetzt nicht so. Aber ganz ehrlich, ich finde das aber auch nicht... Ja. Ja, dieses Geschrei ist so, wow. Semi-gruselig. Aha. Auf jeden Fall sehe ich jetzt ein bisschen was. Ja, das Game ist halt nicht schwer. Ich meiner Meinung nach finde das auch gar nicht so gruselig. Also dieses Geschrei finde ich auch nicht gruselig. Es tut mir leid, aber dieses gleiche Geräusch kam jetzt so oft. Hey, bin ich doof? Das muss ja hier sein. Ja, Bruder, Alter. Bruder, ich sehe dich nicht. Eigentlich müsste es ein bisschen... Oder du müsstest gleichzeitig eine Taschenlampe an den Waffen haben. Weil es macht so keinen Sinn. Das ist die Flare. Aber hier ist nichts. Oder bin ich einfach blind? Aber meistens ist das doch in solchen Räumen. Finden Sie den Schalter? Wand. Dann muss es ja irgendwann einen Schalter geben, der nicht an der Wand ist. Ach, da... Oh mein Gott, Alter. Ich kann springen. So. So, was haben wir jetzt? AK? Ah, Jagdgewehr. Egal. Ist ein Jagdgewehr. Boah. Jetzt könnt ihr was erwarten, Jungs. Ich muss sagen, es ist halt das immer wieder das gleiche Game. Ja, danke. Das war die Demo. Geil. Wenn ihr Bock habt auf dieses Spiel, könnt ihr whitelisten. Naja, es war jetzt so. Es ist ein witziges. Also, was heißt witziges Game?
Es ist okay. Du musst halt nur die Wellen überleben. Du musst halt Lichtschalter und dann gehst du halt da durch. Von ganz oben nach ganz unten. Es ist halt nicht schwer, weil du kannst easy die Dinger dodgen. Du kannst easy dodgen, die Zombies. Wenn, dann müssten die schwerer werden. Also deutlich schwerer. Vielleicht noch andere. Zum Beispiel welche, wo du auch, die halt etwas schneller sind. Oder ich weiß ja nicht, was danach kommt. Oder welche, die halt dicker sind, wo du halt nicht dran vorbeikommst, wenn er zum Beispiel in der Tür steht oder so. Und du solltest noch entweder die Taschenlampe, nicht als Taschenlampe, sondern dass du zum Beispiel ein Ding hast, ne? Eine Kopflampe oder so, dass du halt immer Licht hast, weil es fuckt halt ab, dass wenn du es wechselst, nichts siehst. Das war's. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bye.